Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Zombie Curlab. Da sind wir wieder. Ja, letzte Folge haben wir Großes geschafft. Wir haben diverse Maschinen geupgradet. Die Presse haben wir gemacht. Die Schlafkapseln. Wir haben im Trainingsraum hier den Super Trainer hingestellt, der hier gerade benutzt wird. Sehr schön. Und wir haben auch beim Heilmittelfortschritt einiges geschafft. Ich kann es nur zeigen, wenn ich den da reinmache. Es fehlen uns, glaube ich, noch 3 Stück, wenn es mir recht ist. Ja, genau. 3 Stück müssen wir noch aufbringen und dann wären wir soweit, auf die nächste Stufe zu gehen. Wir sind im Forschungsbaum auch, ja, fast überall schon fast durch, sage ich mal. Hier, das können wir gleich noch machen. Hier die Beruhigungsstation einmal upgraden. Kostet nur ein bisschen Elektronik und dann hat sich das wieder. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich denke schon, dass wir zu viele Leute haben aktuell. Also es ist ja schön, funktioniert alles so gut. Das Ding ist einfach, es braucht sehr viel Essen. Es ist sehr aufwendig, weil immer mal wieder einer austickt, weil irgendwas nicht verfügbar ist oder so. Und wir haben ja eigentlich wirklich genügend Ressourcen, was das angeht. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr automatisieren, die sind ja eingemacht, sehr schön. Mehr automatisieren, wie hier, dann haben wir ja Leute übrig und die verwenden wir dann ganz einfach, um einzusenden. Und so können wir uns schlanker halten. Gehe ich mal von aus. Und etwas, was da noch offen ist, ich weiß nicht, ob es das da überhaupt gibt. Genau, Superfood gibt es automatisch. Es gibt auch Fleisch automatisch. Und Grillen gibt es auch automatisch. Sehr schön. Gut, also dann haben wir vor, hier etwa 1500 Forschungspunkte brauchen wir da. Dass das dann abgeht. Die sind hier fleißig dran, so schnell es geht. Deshalb, da müssen wir auf das abwarten. Das gleiche würde auch hier für das Eisenwerk gelten, weil wir haben ja aktuell nicht genügend Erz. Also können die eigentlich auch automatisch laufen. Dann verarbeiten sie zwar weniger, aber würden dann trotzdem voll ausgelastet sein. So, jetzt in der Schlafecke. Das können wir schon mal machen. Hier nochmal so ein paar Kapseln. Hallo? Keine Ahnung, was er gerade wollte. Theoretisch könnte ich sie so setzen. Ich denke, so ist aber auch okay. Setzen wir da einfach nochmal 6 hin. Und dann sehen wir da, ja, sind wir schon viel besser ausgerüstet. Irgendwann brechen wir die ab und dann können alle die Kapseln benutzen. Bevor es da dunkel wird, können wir immerhin schon mal ein Upgrade in der Küche machen. Und ich würde sagen, lass uns doch hier mal die Nahrungsmittelfabrik nehmen. Das passt doch. Dann können wir die hier upgraden und dann sind schon wieder 2 Leute frei. Wir brauchen nur noch einen. Wir haben aber sowieso jetzt gerade 3 frei. Also zögern wir doch nicht lange und senden die 3 Stück ein. Holen wir da auch nochmals ein paar Ressourcen, die es da so gibt. Die da wieder gespawnt sind. Ah, und wir könnten auch noch 2 Leute holen übrigens, die wir verloren haben bei Angriffen. Aber das passt für den Moment. So. Kapseln sind bereits aufgebaut. Ja, ist halt schön, wenn man Ressourcen hat. Erstmals über 1000 Metall gefühlt. Und wir brauchen es nicht sofort. Das ist schon schön. Und ja, die automatische Fabrik wird gleich... Nee, ist geupgradet. Sehr schön. Muss nur noch bedient werden. Und das Schöne ist halt auch, aktuell wird es noch automatisch hier befüllt. Von denen, die das grillen. Aber danach, hier drüben seht ihr es schon, muss es dann jemand aus dem Transportschuppen machen, der es hier abholt und darüber gibt. Das ist also die Sache. Ja, und wenn wir dann zu wenig hätten, würden wir einfach einen 2. hinstellen und dann passt das. Da sind sie eingestiegen, fliegen weg, der Helikopter geht. Und ja, schon relativ bald sollten wir hier den Fortschritt haben. Ich weiß gar nicht. Ja, den können wir dann unlocken und brauchen hier dann aber 3000 Forschungspunkte erstmal, dass wir da weiterkommen. Das ist die Sache. Ich glaube... Da wird es sich lohnen, nochmals 2 Forschungstische zu bauen, dass es da ein bisschen schneller geht. Das Budget dazu und die Ressourcen haben wir ja inzwischen. Das ist nicht das Problem. Das hätte ich gesagt, hier und ja, hier gleich um die Ecke vielleicht. Da muss man eh nicht vorbei. Passt doch. So. Und dann können wir da auch die Strommasten mal auf die oberste Stufe upgraden. Haben wir eh noch keinen. Der hat dann den größten Durchmesser. Ja, ja, sehr schön. Das können wir freischalten. Und wie gesagt, jetzt 3000 und 1500. Ich denke, ja, doch, wir machen da noch die Kücheninvestitionen. Wir holen uns hier noch den besseren Grill. Und wir holen uns noch
den Fleischkultivator und zwar gleich zweimal. So, sind wir wieder bei null. Aber dafür kommt jetzt hier das letzte Upgrade. 65 Platinen. Hier ist es zum Glück nicht ganz so viel. Soll ich drei? Ja, komm, wir machen drei. Es kommt ja, kommt eh nicht drauf an. So, schalte ich wieder ein. Hier, den da, den warten wir mal noch. Der bleibt aus. Den braucht es aktuell nicht, denke ich. Ja, wie die Futterhaufen hier so liegen. Ja, der sollte vielleicht auch noch Priorität haben. Ja, und jetzt ist die Küche eigentlich fast voll automatisiert. Liegt noch ein bisschen Müll rum. Wir könnten da nochmal so einen Tisch aufstellen. Das wäre auf jeden Fall schön hier. Genau. Und dann, ja, geht's ab. Ihr seht jetzt, wie hier das Fleisch gegrillt wird. Hier wird es hergestellt mit dem Roboter. Muss nur noch alles hingebracht werden und dann läuft das Ganze. Und das Schöne ist halt auch, es hat ein riesen Lager. Also da muss jetzt nicht immer 10 auf einmal, sondern hier, wie ihr seht, passen 100 Stück rein. Hier drüben sind 60. Also das gibt Zeit, das Ganze zu machen. Und was jetzt halt ist, jetzt braucht es Leute, die halt hier zwischen den Maschinen laufen oder dem Kühlschrank, der übrigens 400 Platz hat, im Gegensatz zum alten 200. Habe ich auch, konnte ich nicht mehr zeigen, der war noch im Bau in der letzten Folge. Über den restlichen Tag haben wir 1600 Punkte gesammelt. Das heißt, ihr seht, morgen irgendwann sollten wir die 3000 zusammen haben. Geht relativ fix. Da kommt der Angriff. Da müssen wir schnell. Ihr seht, die Distanz ist nicht wirklich groß. Da müssen sie schnell in Deckung. Und jetzt wird es spannend. Es ist ein normaler Angriff, der aber schon, ich denke, einer der stärkeren ist, die es jetzt gab in letzter Zeit. Und da müssen wir halt mal schauen. Ihr seht, die Grau greifen schon noch hauptsächlich da an. Das hat aber auch ein paar, die hier drüben an die Mauer schlagen. Nacht fast vorbei und sie sind reingekommen. Durch das Tor diesmal. Aber ja, jetzt ist hier halt nochmals ein vollständiges Tor. Und das hilft ihnen halt jetzt gar nicht. So gesehen. Da wird es schon wieder heller. Der hier ist eingefahren, weil er aus... weil die Supplies ausgingen. Aber, wie ihr seht... Bah, großer Schaden gab es hier nicht mehr. Gut, das Tor hat schon gelitten. Ja, ist schon tief runtergekommen. Vielleicht müssen wir sogar drei Wände machen. Und da ist wieder eine eingeschlossen. Ich glaube, der hat keine große Chance. Und es gab doch ein paar Eisklötze mehr, die wir gar nicht unbedingt brauchen. Wir sind eigentlich drüber. Wir haben genug, so gesehen. Bald 3000. Das ist der nächste Meilenstein. Hier wird jetzt wieder kräftig aufgebaut. Und bei 3000 graden wir dann ab. Ihr seht, wir haben die 3000 geschafft. Das heißt, wir gehen in die Wissenschaft. Hier auf die Behandlungskammer 4. Transformiert voll ausgebildete Level 3 Humbis zu vollständig geheilten Menschen. Ja, das ist da das Ziel. Ich weiß auch nicht. Da braucht es, wir haben es gerade gesehen da, es braucht Glimmerbeeren, Chemikalien und gibt ein geheilter Mensch raus. Ich weiß nicht ganz, was wir da mit denen machen. Also was das Ziel am Ende ist, so gesehen. Aber das wäre schon mal das. Und so aus Stolz, weil wir jetzt so viel Stahl haben, würde ich sagen, wir erweitern hier das Gebäude um eine zweite Kammer. So zum Beispiel. Ah, kostet 31, ist ja wirklich fast nichts, wenn man es so sieht. Und verbinden den da erstmal. So. Naja, dann ist er natürlich nicht mehr bedienbar zurzeit, aber das geht ja schnell. Und ihr seht, die Truppe hat Zeit. Die wird jetzt hier fröhlich einrichten. Dann haben wir freigeschaltet. Hier ist die Behandlungskammer 4. Braucht auch Strom. Oh ja, so ein recht groß. Weiß gar nicht. Ja, wir werden gleich sehen, ob es so richtig ist. Platzieren wir so rum. Strommast zum Stück, zum Glück schon da. Das passt soweit. Wie ist der Stromverbrauch gegenüber anderen? 350. Okay, braucht doch fast doppelt so viel Strom für das Ganze. Aber das ist auch nicht so schlimm. Und was wir mal können, auch eher hier unnötig, aber kommt, wir graden mal alle Batterien ab. Dann sind die alle auch auf dem Höchststand. Eine neue Eisentür könnte da auch noch hin. So. Hat das Gebäude zwei Eingänge nun. Ja, und dann schauen wir, was wir da als nächstes upgraden können. Ach so, es gäbe sogar noch neue Wände. Hightech-Tür. Komm, wenn wir schon dran sind, schalte ich mal die beiden Dinge frei.
Ich glaube, die können wir schon mal zum Upgrade freigeben. Ist ja nicht teuer. Die muss zuerst gebaut werden. Und theoretisch könnte ich jede Wand hier... Ja, die braucht dann mehr Eisen und auch Elektronik. Aber es sieht wahrscheinlich cool aus, gehe ich mal von aus. Das da ist die Tür 4, die Hightech-Tür. Ja, geht. Sieht jetzt nicht so fantastisch aus. Gut. Jetzt kommen hier die drei Arbeiter. Also, wir brauchen 100 Glimmerbeeren und 40 Chemikalien. Glimmerbeeren braucht es immer wieder, gefühlt. Aber viel zu einfach zu farmen, irgendwie. Also, ich habe fast keinen Aufwand und trotzdem habe ich da genügend. So, jetzt packen wir mal eine Warteschlange. Gibt ein geheilter Mensch. Ich nehme an, der ist dann gleichgültig wie der da. Das ist auch das gleiche Bild. Das wollen wir jetzt mal sehen. Also wenn sie jetzt noch durchbrechen, ist nicht schlimm. Wir haben verpasst, hier noch Fallen hinzumachen. Das machen wir gleich noch. Denn ihr seht, sie gehen nicht gerne auf Fallen. Also da bleiben sie wirklich nicht gerne. Und gefühlt gefrieren sie da sehr schnell. So wie es aussieht. Wenn ihr mal hier hinschaut. Das geht da echt schnell. Die sind sehr stark gefroren. Das ist eigentlich enorm. Ich weiß nicht, ob das von der... Kommt das von der Falle? Wahrscheinlich ja schon. Wie das da aussieht. So, müsste gleich vorbei sein. Also, vielleicht ein Durchbruch in letzter Sekunde. Aber ich denke, wir haben das ganz gut überstanden. Ohne großen Schaden. Ein bisschen Schaden ist halt dabei. So, hier einmal so. Ja, ich denke, die werden jetzt nicht sofort da machen. Ja, schau mal an. Die sind völlig eingefroren. Und die Fallen sind fast leer. Ja, das ist Beweis genug. Und wie viele Würfel hier rumstehen, ist auch krass. Ja, das dauert länger, als man denkt, weil die halt nicht so viel mit sich rumtragen können. Also, da können wir noch ein bisschen Geduld haben, glaube ich. Wir haben aber bestimmt noch was zum Freischalten in der Forschung. Also, die Seite hier ist komplett. Bedürfnis ist auch komplett. Nahrung. Wir haben noch neue Gewächshäuser. Die wollen wir doch noch sehen. Das wird doch schön zu sehen. Die sind ja jetzt bereits automatisch, aber können wir hier mit ein bisschen Investment noch upgraden. Aktuell geben sie 14 und 16 in der Stunde ab. Und dann wollen wir mal schauen, was sie in Zukunft abgeben. Ja, ich will es auf keinen Fall verpassen, wenn hier die erste Heilung passiert. Es steht hier 45 und 40. 30 Dünger die Stunde. Okay. Was macht denn die Düngerproduktion? Warte, hier. Wir machen 25 mit einem. Okay, jetzt haben wir wieder zu wenig Dünger dann gleich. Das ist dann halt der Fall. Aber die sehen wirklich auch sehr geil eigentlich aus. Richtig hoch. Ja, die sind riesig gefühlt. Da ist jetzt eine massive Produktion. Wir können mal den Düngervorrat aufbrauchen, sage ich mal. Und danach schauen wir halt. Aber das... Wie willst du das je verarbeiten, so gefühlt? Das ist so viel. Auch der Superfood ist angewachsen übrigens. Also auch da bestens, also in dieser Hinsicht. Geht langsam voran. So, haben wir noch was. Wir haben hier noch die Eisbeutelpresse, die automatische. Jawohl. Das lässt sich doch auch noch ausrichten. Hier hinten. Dann wäre das auch schon freigeschaltet. Wir haben noch ein paar in Produktion. Hier den Stromerzeuger, wo man Holz verbrennt. Der ist eigentlich auch cool. Das Ding ist einfach, man muss ja immer, ja, wieder Leute haben, die das befüllen. Also wir können gerne mal so einen bauen. Auch der Laufradgenerator ist auch, der braucht auch Leute, so gesehen, damit er überhaupt läuft. Und der ja auch. Also cool ist es ja schon. Und wir hätten ja auch genügend Holz, locker genug. Wir mussten nicht mal die Baumfarm dafür aufbauen. So gesehen, war so einfach. Aber, ja, das braucht halt wieder Leute, die den füllen und leeren. Und da ist halt eine Solarzelle oder auch ein Windrad deutlich einfacher, was das angeht. Von meiner Meinung nach. So, jetzt hier die Frostfalle. Hier kann ich eine platzieren und da wieder. So, und jetzt wird es dann spannend. Und wenn hier draußen die Steine weg sind und so, platzieren wir da auch noch ein Fallenfeld. Und dann wollen wir mal sehen, was sie machen dann. Weil dann wird es dann echt schwer für sie, wenn die Fallen natürlich alle gut gefüllt sind. Das ist das andere. Jetzt ist er aber hier bereit. Pack mal einen in die Warteschlange. Der müsste jetzt eigentlich hier hinkommen. Ich weiß nicht, ob es der ist. Und dann sollte das Ganze starten da. Dann müssen wir das zum ersten Mal sehen. Ah, das wird wohl ein Mitarbeiter sein, der da draußen steht.
Jetzt muss überall ein bisschen was bedient werden. Ah ja. Dann wird hier fröhlich geheilt. Ja, da steht gerade ein bisschen im Weg, was das angeht. Aber ja. Es scheint, er wird kräftig durchgerüttelt. Wir machen übrigens gerade Minus beim Strom, weil er so viel braucht. Aha, jetzt hat er plötzlich einen anderen Skin. Schau an. Die Heilung zu Ende. Scheint so. Du hast es geschafft. Jawohl, Achievement. Und da haben wir einen Shell Hovey 3.5. Die Stats kenne ich nicht. Fantastisch, du hast es geschafft. Du hast einen Zombie so weit behandelt, dass er wieder zu einem Mensch geworden ist. Du hast durchgehalten und deine Aufgabe gemeistert. Ein Zombie ist jetzt vollständig geheilt und wieder ein Mensch. Teile deinen Erfolg mit uns und der Welt, indem du einen Screenshot auf unserem Discord-Server teilst. Sehr gut, das teile ich online lieber. Wir sind stolz auf dich und freuen uns sehr, dass du unser Spiel so weit gespielt hast. Es gibt immer was zu tun in Zombie Curlab. Optimiere das Labor, heile mehr Zombies oder starte ein neues Labor und versuche die Heilung schneller zu erreichen. Also haben wir jetzt so gesehen das Spiel durchgespielt. Was kann ich jetzt machen, wenn ich den zurücksende? Ich kann keinen Heilmittelfortschritt mehr erlangen. Genau. Ich kann die nur gegen 1000 Forschungspunkte eintauschen. Das machen wir einfach mal. Einfach so aus Spaß. Den tauschen wir gleich ein. Hol mir da aber auch zeitgleich noch zwei von den neuen. Die sind ja eigentlich identisch. Aber ich kriege 1000 Forschungspunkte dafür. Okay. Also viel mehr passiert jetzt hier in dem Sinne eigentlich nicht mehr, so wie es aussieht. Was auch mal auf dreimal. Denn ich möchte noch einen Angriff machen, indem ich das Ganze noch ein bisschen ausbaue, ein bisschen auf die Spitze treibe. Das Einzige, was noch aus ist, wir haben hier noch nicht das beste Ressourcenlager. Das muss ran. Wir haben kein automatisches Eisenwerk. Und wir haben auch einen sehr schlechten Chemikalienextraktor. So, jetzt habe ich gerade ein bisschen viel auf einmal freigeschaltet, aber hier wird bitte mal das geupgradet. Dann machen wir hier direkt den automatischen draus. Ja, wir leben in Ressourcen mittlerweile. Gab eine Zeit, da waren die Ressourcen knapp. Sag ich ehrlich. Aber jetzt haben wir einfach genug. Dann wird da fröhlich aufgerüstet auf automatisch. Was man natürlich jetzt nicht mehr hat, ist den Boost. Aber du hast jetzt die Leute. Ihr seht, ich habe 16 Leute frei, die ich jetzt eintauschen könnte. Also wir hätten das schon ein bisschen früher machen können natürlich. Irgendwie wollte ich das aber auch nicht. Und dann gibt es hier noch die Baumschule, die haben wir nie gebraucht, aber die möchte ich jetzt gerne mal bauen. Die braucht auch Dünger. Es gibt auch eine Baumschule 2 und es gibt eine automatische Baumschule, ebenfalls noch oben drauf. So, das schauen wir uns mal schnell an. Da die automatische Eisenwerksache hat ja nicht funktioniert, aber ich hoffe, dass die Baumschule das natürlich tut. Also die normale erste wäre so. Okay, die ist richtig lange auch gezogen. Da an der Wand. So zum Beispiel. Ich glaube, jetzt steht sie genau nicht im Strom drin. Aber zum Glück, wir können hier noch upgraden. Dann haben wir das. Jetzt möchte ich schon das sehen. Also die andere ist so ein bisschen halbautomatisch. Die gäbe es auch mit Bedienung. Aber so ist die natürlich am besten zu sehen. Wenn man auch sieht, dass sie was macht. Jetzt bereite ich mal drüben vor. Dass da schon mal gefüllt werden kann. Dann sehen wir die gleich. Ah, aber die funktioniert wirklich so. Hier wird eine kleine Pflanze reingemacht. Das fährt übers Band. Ja, und hinten geht es in den Raum und dann ist produziert eigentlich. So funktioniert das ein bisschen. Muss man so sehen. Ja, wir könnten auch mehr Düngemittelmischer haben. Aber brauchen wir, um ehrlich zu sein, auch gar nicht mehr. Also, den kann ich auch ausstellen. Dann steht es da auch wieder besser. Denn mit 25.000 Holz sind wir, glaube ich, nicht groß drauf angewiesen, wenn ich da ehrlich bin. Denn ihr seht, was ich da ein bisschen zusammengebaut habe. Ich habe es zweimal gemacht, weil es nicht aufging. Wir haben hier eine Reihe Fallen. Wir haben da Fallen, deshalb auch so wenig Elektronik jetzt gerade. Und Mauer ist zu. Ich habe die Mauer verlängert. Alles repariert. Was das Zeichen da heißen soll, ich weiß es nicht. Das kommt irgendwo her. Aber wir sind bereit für unseren letzten Angriff. Normaler, recht starker. Der ist, glaube ich, stärker als die letzten. Da kommen sie schon. Wir haben... Alle Fallen sind gefüllt. Oder fast alle. Aber sehr viele sind gut gefüllt. So, mal schauen, was jetzt passiert. Also sie gehen schon noch aufs Tor. Weil hier drüben ist halt zwar nur eine Mauer. Wäre aber einfacher, so gesehen, als hier aufs Tor zu gehen. Und die spannende Sache ist jetzt halt, wie viel machen diese Fallen aus? Also...
macht es wirklich so einen Unterschied. Sieht schon so aus, als wären sie verlangsamt durch das auch ein bisschen. Weil die Fallen da überall zugreifen quasi. Und zusätzlich werden sie natürlich noch beschossen. Kommt noch dazu. So, jetzt kommen sie rein, aber die sind schon so verlangsamt. Ihr seht, das dauert ewig, bis die hier reinkommen. Jetzt ist die Mauer weg, aber die sind alle von den Fallen so eingefroren. Der schießt auch noch drauf. Weiß auch nicht, was jetzt hier am besten wäre. Ich glaube schon die Kombination daraus. Aber ja, die werden das Tor noch durchbrechen, habe ich so das Gefühl. Das wird noch ein bisschen ein Kampf werden hier. Ist aber auch ein gutes Finale. Weil ich habe ja jetzt alles, was ich brauche, um das noch 100-fach zu verstärken, theoretisch. Also so muss man es eher sehen. Ja, jetzt kommen sie rein. Da eigentlich ein gutes Finale. Ihr seht, da sind einige sehr stark zugefroren. Selbst jetzt, wo die Mauer offen ist oder das Tor, kommen sie nicht rein, weil die Fallen hier stehen. Die sind immer noch gefüllt. Also die Fallen sind gefühlt zu stark. Ich habe mir am Anfang gedacht, bringt nichts. Aber wenn man die so in einer Mauerform hinstellt und es keinen anderen Weg gibt, dann sind die Fallen richtig stark. Klar machen sie jetzt hier ein paar Dinge kaputt, aber schau mal an, die bewegen sich kaum. Klar, auch die meisten sind auch eingefroren, so gesehen. Ice Ice Baby. Das ist doch Errungenschaft. Das ist die Errungenschaft dafür, dass man 30 Zombies gleichzeitig einfriert. Okay. Das haben wir so auch noch nicht erlebt. Naja, ich würde sagen, wir haben alles durchgespielt. Es gibt hier noch die alternative Chemikalienproduktion. Die ist aber auch sowas, was auf der Weltkarte freigeschaltet werden muss. Das läuft über die Forschungsprogramme, glaube ich, die so nebenbei stattfinden. Ja, man könnte jetzt natürlich ein weiteres Level spielen. Für mich wäre es aber mehr oder weniger dasselbe. Und deshalb würde ich sagen, ich habe das Game recht enjoyed. Es war anders, als ich mir vielleicht ein bisschen vorgestellt habe. Ich habe mir gedacht, es hätte ein bisschen mehr Tiefe. Das hat ein bisschen gefehlt. Die Ressourcen waren, ja, gerade die wir da haben. Das ist alles. Das hätte noch gefehlt, da noch ein bisschen mehr zu haben. Aber am Ende muss man sagen, wir haben es durchgespielt. Auf einfach zwar, aber auch auf einfach war es zwischenzeitweise eine Challenge. Auch zu verstehen, wie das Game so ist. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in einem anderen Video. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, tschüss!